30 Jahre Norddeutscher Rundfunk, NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Thema des Jahresempfangs am 16. September diesen Jahres im NDR-Landesfunkhaus Schwerin. Namhafte Spitzen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport waren der Einladung gefolgt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig verspätete sich aufgrund eines wichtigen Termins in Schwerin. Für Schwesig ist der NDR ein Teil des Alltages der Menschen im Land, wie sie später in ihrem Grußwort betonte. Für den NDR-Intendanten Joachim Knuth sind die 30 Jahre eine Erfolgsgeschichte. Wir haben damals, Anfang der 90er Jahre, gesagt, wahrscheinlich wird der Norddeutsche Rundfunk durch Mecklenburg-Vorpommern ein Stück östlicher werden und ein Stück ostdeutscher. Und das sind wir. Aber wir sind vor allen Dingen in einem sehr schönen und ganz immateriellen Sinne, wir sind als NDR reicher geworden. Für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ist der NDR heute einer der wichtigsten Informationsquellen über das Fernsehen, Radio, Apps oder die sozialen Medien. Die Journalisten und Journalistinnen kennen das Land und liefern inhaltlich starkes und vielseitiges Fernsehen. Vorwürfe muss sich der NDR allerdings hinsichtlich einer Dominanz durch westdeutsch sozialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade in den Führungsebenen auch in Schwerin machen. Das kann ich nicht teilen. Wir haben eine, wie ich finde, sehr gute Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Redaktionen im Norddeutschen Rundfunk und denen hier in Schwerin und in Rostock und in unseren Studios in Neubrandenburg und in Greifswald. Und wenn ich Radio höre, also Programme, die für alle vier norddeutschen Staatsvertragsländer ausgestrahlt werden, dann höre ich ganz viel Information aus Mecklenburg-Vorpommern. Und das empfinde ich als bereichernd. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir in diesem Kontext zwischen Ost und West uns immer wieder klar machen, Verständnis wächst dadurch, dass man viel übereinander weiß. Und daran arbeiten wir tagtäglich journalistisch. Ansonsten steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor den größten Herausforderungen seiner Geschichte, den Skandalen beim RBB, beim MDR, beim Bayerischen Rundfunk und auch innerhalb des NDR sollten nach der Aufarbeitung dann auch Reformen folgen. Ich würde das, was mein Haus, den Norddeutschen Rundfunk betrifft, das würde ich keinen Skandal nennen. Wir haben in zwei Landesfunkhäusern journalistische Fragen, die wir dringend aufklären müssen. Und die zu tun haben mit Vorwürfen, die um Parteilichkeit gehen und auch um die Frage, ob es an der einen oder anderen Stelle durch leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so etwas wie Begünstigung gegeben hat. Das werden wir tun, dazu haben wir die Kraft. Und ich finde es besonders beeindruckend, und das sage ich auch mit Blick auf die, die im eigenen Haus recherchieren, dass wir uns in dieser Auseinandersetzung mit uns selbst genauso behandeln, wie wir alle behandeln, über die wir sonst berichten. Das ist eine richtig starke innere Kraft, zeigt auch die innere Rundfunkfreiheit, die wir haben. Und jetzt geht es erstmal darum, gründlich aufzuklären und dann die Folgen zu beschreiben. Aber wichtig ist, zunächst einmal wissen, was an den Vorwürfen stimmt und was stimmt nicht. Wir gratulieren dem NDR Mecklenburg-Vorpommern zum 30-jährigen Geburtstag.